Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Nimo Originalbox von Nimo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Nimo Original von Nimo, das Ganze am 20. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Ja, es ist eine recht schlichte Box, wie wir sehen. Sie ist auch nicht allzu groß und eher flach gehalten, das Ganze. Wir haben hier so eine pfirsichfarbene Box. Als erstes werden wir mal die Folie abmachen und uns das Ganze dann im Detail ansehen. So. So sieht das aus. Wir haben hier noch auf dem Sticker, ich wusste jetzt nicht, dass es auf der Folie ist. Ich dachte, das wäre auf der Box aufgedruckt. Wir lesen hier Nimo Original Limited Deluxe Box inklusive Album, CD, Mütze, Collier, Postkarte und Sticker. Also, das sind die Infos zu der Box, zu dem Inhalt. Die Box an sich sehr schlicht gehalten. Wir haben hier so eine orange pfirsichfarbene Box. Unten rechts lesen wir Nimo Original Dezember 19. Und ansonsten haben wir hier wirklich alles einheitlich in diesem Orangeton. Auf der Unterseite haben wir die Beteiligten und einen Barcode. Ja, nachdem es hier nicht viel mehr zu sehen gibt, würde ich sagen, wir starten mal rein. Der Boxdeckel von innen in orange und schwarz gehalten. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal eine Mütze. Dann haben wir hier, das dürfte wohl eine Autogrammkarte sein, Sticker. Dann haben wir das Album und dann das Collier, also das Armband. Ich gehe mal davon aus, nachdem wir hier unten die Formen haben und Schaumstoff hier mit eingearbeitet ist, der lässt sich auch rausnehmen, dass das Ganze ursprünglich hier drin war, also das Armband hier rechts in diesem Schlitz und das Album, das Ganze dann hier drin war. Ja, okay, bei mir hat es etwas gescheppert scheinbar beim Transport, deswegen nicht mehr in der vorgesehenen Form. Aber es sieht jetzt nicht beschädigt aus, also nicht weiter schlimm. Wir packen die Box mal zur Seite und dann starten wir direkt mit dem Album. So, der Rest kann derweil mal zur Seite. Und auch das Album in Folie. So. Dann schauen wir uns das mal an. Wir haben es hier zu tun mit einem regulären Jewelcase, das können wir sofort sehen. Und wir haben hier ein sehr spannendes Cover. Und zwar haben wir hier Nimo im Wagen sitzend, neben ihm eine andere Person. Und links unten haben wir dann einen Verbraucherhinweis auf Englisch und rechts unten Nimo Original, den Albumtitel. Ja, dieses Foto ist legendär und sehr bekannt, aber nicht in dieser Variante, sondern ich zeige euch mal ganz kurz das Original, denn das, was wir hier sehen, ist eine Photoshop-Variante des Ganzen. Das Original sieht so aus. Also hier mal zum Vergleich. Wir haben hier rechts, wie man unschwer erkennen kann, Tupac mit Shug Knight am Steuer. Und das ist hier unten dann auch noch entsprechend mit so einem Zahlencode versehen. Hier haben wir dann in dieser Optik dann den Albumtitel. Und es ist, soweit ich informiert bin, auch das bis heute das letzte Bild, auf dem Tupac lebend zu sehen ist. Denn die beiden Herrschaften hier, Shug Knight und Tupac, sind in einem Auto unterwegs, in einem BMW 57i. Und kurz darauf werden sie an einer roten Ampel haltend angeschossen. Und wie wir alle wissen, wurde dieses Attentat dann zu seinem Verhängnis. Also Tupac hat dieses Attentat nicht überlebt. Und Nimo hat dieses Foto hergenommen und hat es eben entsprechend bearbeitet, photoshoppen lassen. Und wir haben hier dann eben Nimo und neben ihm sitzt dann nicht Shug Knight, sondern eine andere Person, die zensiert ist. Hier lesen wir dann Nimo Original. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier 18 Tracks an der Zahl.
Und wir haben hier Features ohne Ende. Also unter anderem Luciano, Mortel, Reezy, Kalim, Chelo und Abdi, Olexesh. Ja, also insgesamt, wenn ich mich jetzt nicht verzähle, sind hier tatsächlich auf 18 Tracks 17 Features. Ja, hätte man durchaus noch ein paar mehr machen können. 17 auf 18 Tracks. Ja, reicht vielleicht nicht. Dann haben wir hier noch Nemo, der mit einem West Coast Zeichen hier uns zu verstehen gibt, wessen Seite er repräsentiert. Dann haben wir hier die Beteiligten und einen Bargurt, Executive Producer Psy. Dann werfen wir mal einen Blick ins Innenleben. Okay, und es geht weiter mit den Anspielungen. Denn wir haben hier auf der Rückseite des Covers das Death Row Logo abgewandelt. Also, ihr kennt wahrscheinlich das Logo von Death Row Records. Da haben wir eine Person auf einem elektrischen Stuhl sitzend und das Ganze wurde dann hier abgewandelt. Das wird wohl Nemo darstellen, der hier auf einem Thron sitzt. So, dann kommen wir zum Innenleben. Wir haben hier diverse Leute, von denen hier Freiheit gefordert wird, also Omar, Leo und Agir, dürften wohl einsitzen. Dann haben wir den Interpreten, die Infos zu den einzelnen Tracks, weitere Fotos. Und das zieht sich jetzt so durch in der Optik. Rein so von der Optik, die Schrift und dieses Schwarz-Rot-Weiß erinnert mich dann doch etwas an Scarface wiederum. Weitere Fotos. Und Tracks. Jawohl. Gut, zum Abschluss haben wir hier noch eine Danksagung. Und die Credits. Sehr schön. So. Es ist übrigens das zweite Soloalbum von Nemo nach Kiki. Und Anfang des Jahres, noch gar nicht so lange her, im März, ist ja das gemeinsame Album mit Capo erschienen, Capimo. Also in letzter Zeit sehr fleißig, der gute Mann. So sieht die CD aus. Und dann haben wir hier die beiden Hände von Nemo. So, dann kommen wir zu der Mütze. Die sieht so aus, in Schwarz und Orange. Dann haben wir hier dieses Logo in Orange. Ansonsten alles in Schwarz. Der Stoff ist so gerippt. Und wir haben hier einen 385i-Anhänger, so ein Etikett. Und innen dann auch nochmal 385i. Und wir haben es hier zu tun mit, wo haben wir es denn? Also 100% Polyacryl und das Ganze ist made in China. Grüße gehen raus. Wir packen die Mütze zur Seite. Dann haben wir Sticker mit dabei. Vier Stück sind es geworden. Einmal hier die Hände in der Handschelle. Dann Nemo Schriftzug. 385i Sticker. Und dann hier noch einmal das Cover. Also die Sticker im Hochformat, Querformat, quadratisch und kreisförmig. Vier Stück auf diesem Bogen hier. Dann haben wir das hier. Ein Kärtchen mit Nemo auf der Front. Auf der Rückseite 385i und von innen sieht das Ganze so aus, wie so eine Glückwunschkarte zum Aufklappen. Und dann lesen wir hier wieder: Danke für deinen Support. Und dann hat hier Nemo unterschrieben. Ja, das ist auch wirklich original unterschrieben hier mit schwarzem Stift auf weißem Untergrund. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch ein Kettchen, also ein sogenanntes Collier. Fürs Handgelenk. Das Ganze kommt in einer Goldoptik. Wir haben hier am Verschluss noch so ein kleines Detail. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs erkennen. Probieren wir es mal. Jawohl, hier im Licht sieht man es. 385i lesen wir hier auf dem Verschluss. Und das Ganze kann man dann, ich versuche das mal kurz anzulegen. So, einmal da rein. Ist gar nicht so einfach mit dem kleinen Verschluss, den ich jetzt gerade nicht aufbekomme.
Ah, okay, jetzt verstehe ich's. Also, wir haben hier an diesem kleinen Teil hier, wo 385i steht, das Ganze zu öffnen. Das war bei mir etwas, ja, fester verschlossen. Ich habe jetzt echt mit ziemlich viel Gewalt das hier geöffnet und hatte schon Schiss, dass ich da irgendwie was kaputt mache. Und wenn wir das dann offen haben, dann kann man hier mit etwas Geschick das andere Kettenglied hier einführen. Und wenn wir es zubekommen, also einmal hier rein, gar nicht so einfach. So, dann kann man das hier zuklappen. Genau. So, dann schließt das. Dann sollte im Idealfall, im Idealfall, dann sollte das hier drinnen sein. Dieses 385i-Logo ist dann innenseitig und von außen sieht es dann so aus. Hier lesen wir dann Stainless Steel, also Edelstahl. Jawohl, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Armband, dieses Collier. Dann haben wir hier diese Karte mit der NIMO-Unterschrift darin. Die Sticker, 4 Stück an der Zahl. Die Mütze in Schwarz mit orangenem Logo aufgestickt. Sowie natürlich das Album an sich, NIMO Original mit insgesamt 18 Tracks. Jawohl, das alles. In dieser wunderbaren Box, NIMO Original von NIMO. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr NIMO unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.